Okay, irgendwas ist hier. Tut mir leid. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Hatten die, das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, aber wenn ihr euch noch dran erinnert, hatten die nicht in der alten Version immer so einen Klumpfuß? Also das Gesicht war ja so ein bisschen zerschlissen, aber die hatte doch immer so einen Klumpfuß, die alte. Der Kinderwagen. Fun Fact, ich glaube, in Kinderwagen findet man in beiden Teilen, Bioshock 1 und 2, glaube ich, Pistolen. Oder war es Bioshock Infinite? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber... Ich bin ein Ranchman. Das Casimir-Restaurant. Willkommen in Casimir. Freut's. Happy New Year 1959. Ach ja, und da haben wir's wieder. Schöne Musik. Und da hier. Und gucke mal eine an. Ich mache, was ich will. Tja, mach doch, was du willst. So, da unten streiten sich zwei. Das, haben wir eben noch mitgekriegt. So, wir gucken mal, was hier dran ist. Und da, oh, da ist irgendwas. Und jetzt, hier läuft Musik. Da sieht alles sehr schön aus. Und wir gucken jetzt mal gerade mal ganz kurz da unten. Ja, den haben wir. Wir gehen aber erstmal in die Toilette. Toilette ist immer Pflichtbesuch. Ah, gucke mal einen an. Nee, ist klar. Also. Da. Tee? Ja, Tee. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast drei Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Brenda! Alte Nudel! Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Toll. Wir kommen nicht mehr zurück. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Tja. Mach endlich auf! Da, 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 da. Kennt ihr das? Lieder gesungen von Kindern. Finde ich immer sehr gruselig, manche Lieder. Also, Top-Lied, was da auch nochmal reinkommt, ist hier die Fassung von Dishonored. Da gibt's ja dieses, What would you do with a drunken sailor? Allerdings, mit einer sehr makaberen Textversion. Finde ich persönlich ziemlich cool. Wir kommen ja nicht mehr zurück, also deswegen... Hey, gucke mal einer an. Ja, komm, klau dir das Adam von der Kleinen. Ja, super. Oh! Fehler, Alter. Komm. Upsi. Ich geh mal zur Seite. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Danke. Ach ja. Drücke P, um dein Spiel zu speichern. P. Also.
Ich drücke lieber F8. Okay. So. Ja, wir gucken mal an, was es hier noch so gibt. $4. Gibt es hier irgendwas, wo wir durchkommen? Kommentar, goldene Filmrolle. Du hast eine Folge vom Kommentar des Regisseurs freigeschaltet. Spiel sie jetzt ab oder schau sie dir später über das Hauptmenü an. Achtung, Spoiler. Die Kommentare enthalten eine ausführliche Diskussion der Geschichte, einschließlich ihres Endes. Spieler, die Bioshock das erste Mal spielen, sollten zunächst das Spiel zu Ende spielen. Ja, finde ich cool. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ich die am Ende mal ablaufen lassen soll. Ich hoffe, ich finde sie alle. Ja, sowas finde ich echt cool. Also das finde ich für eine Remastered-Edition ziemlich geiles Zeug. So, spielen mit, im Prinzip spielen mit Regisseur-Kommentaren. Ist echt schön. So, was ist das? Open Bar. Open. Come by the Apple. Ach ja. Ich glaube, ich habe es ja vorhin mal gesagt, oder? Na, geh schon. Nimm deine Nutte. Das tut mir aber leid. Habe ich kein Mitleid. Nee, ich finde ja den Andrew Ryan eigentlich gar nicht so den Bösewicht. Den, Andrew Ryan? Ja, doch. Ups. Ich finde, das ist ja eigentlich gar nicht so der Bösewicht. Das liegt aber daran, dass ich so seine Philosophie irgendwie ja auch gar nicht so hundertprozentig, schlimm, schlecht, böse finde. Ich meine, der gehört, glaube ich, irgendwie zu den Leuten. Das Gegenteil von gut gemeint. Wählen Sie Ihr Plasmid aus und entwickeln Sie sich weiter, ja. Das Gegenteil von gut gemeint ist... Wenn du eins Bleiße am Wasser siehst, naja, verpass ihm eins mit dem Elektro-Bord. Nicht gut gemacht. Ja, super. Wir brauchen natürlich hier die ganzen Eve-Spritzen und so weiter. Wir spielen nämlich nicht auf leicht, also nicht auf normal. Und... Goodbye. Hey, ein Achievement. Toaster in der Wanne. So. 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 Wieso kriege ich jetzt eigentlich keine gewischt, wenn ich hier drunter stehe? Ja, Spielrealismus. Ja. Sprung. So, wo sind wir? Hier, Vita Chamber. Sehr wichtig, wenn wir sterben, kommen wir hier wieder. Deswegen, ich sag auch... Irgendwie erinnert der mich vom Zeichenstil so ein bisschen an Fallout Boy. Also an, ich weiß gar nicht, Fallout Boy... Heißt der Fallout Boy? Ich glaube, Ach, na, sagt schon. Der kleine Junge hier, der immer so ein bisschen grafisch die Perks und so weiter in der Fallout-Reihe untermalt. Na, wieder irgendwelche Visionen. Oh. Essen. Nee, Patronen. Bandagen. Hier, ziehen wir ab. Naja, hier ist nix. Was sind das hier für Toiletten? Keine Zustände hier. So, da geht's hier wieder raus. Wo müssen wir hin? Ach, da, wo der Pfeil ist. Das Lustige ist, es gab damals ein guter Freund von mir. Aber wo bin ich jetzt drauf gekommen? Ein guter Freund von mir, der hatte das damals gespielt, direkt als es rauskam. Im Prinzip waren das so damals so die ersten... der hat einen viel besseren PC als ich. Also ich habe das irgendwie Jahre später, nach Erscheinungsdatum... Ah, bei der Nase juckt. Nach Erscheinungsdatum habe ich das gespielt. Und da war das eigentlich so, dass da mein PC damals auch gerade so die Mindestanforderungen immer noch erfüllte. Aber ich... dachte mir so, ach komm, ich probiere das und gib ihm. Oh nein, zwei Whiskyflaschen. Oh, das war fies. Auf jeden Fall habe ich damals sowas wie Let's Play direkt live bei ihm gemacht. Und also er hat gespielt, ich habe zugeguckt, also ich war so der klassische. Nee, Leute. Wollt ihr mich verarschen?
Wieso kann ich mich an so einen Scheiß nicht mehr erinnern? Ja. Ich wollte niemanden verletzen. Na los, verdammt. Oh, das tut mir aber leid. Ja, komm. Du blutest gar nicht, ich hab dich nicht erwischt, du Alte! Oh. Das war ungewollt. Tut mir leid. Ja, gut, okay. Müssen wir mal... Was zur Hölle? Ja. Andrew Ryan, verdammt nochmal! Er hat uns gefunden. Verflucht! Er hat nämlich schon abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Worauf ich warte? Dass der scheiß Alarm aufhört und dass ich mir die Sachen hier schnappe. Kommt hier noch einer? Nee. Auf jeden Fall, mein Kumpel, der damals das gespielt hatte, der hat sich ständig verlaufen. Bis mir irgendwann auch Mitte des Spiels erstmal irgendwie einfiel. Du, sag mal, dieser gelbe Pfeil da oben in der Mitte, hat der irgendwo irgendeine Bewandtnis? Und dann fiel uns auf, ja, das ist das Navigationssystem. Also man... konnte dann immer sehen, wo es lang geht. Ja. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Komm schon. Also mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder das wie Daniel. Was immer dir lieber ist. Goodbye. Ja, jetzt kommen die ganzen vielen. Wäre schon schön, wenn das hier mal aufgehen würde, Junge. Musste ich gar nicht zumachen. The Medical Pavilion. Ziele immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden zu. Netter Tipp. Willkommen in Rapture abgeschlossen. Ja, das ist doch schön. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Benutze den Notzugang. Hacken? Ah, wie ging das nochmal? Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen Feinde an. Hacken. Okay, Platten aufdecken, schießen, Rohre tauschen. Ja, wie war das nochmal? So, dann, so, und... Ja, genau. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Ah, okay. Yeah! Ein Sicherheitsbot. Kann ich das hier auch hacken? Ja.
So, da, 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 da. So, dann hier so und dann so und so und so. Genau, abgeschlossen. Circus de Verte, Automat gehackt, ja. So, was haben wir denn hier? Panzerbrechende 38 Patrone für die Pistole. Schrotflinte, ja. Tschetschenischer Wodka. Eve-Spritze, Verbandskasten. Ja, davon haben wir eigentlich genug. So. Wir kaufen mal ein bisschen Patronen, ne? So. Das läuft mir viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell unterwegs. Ich will schleichen. So. Sag mal. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Ach ja, alles kranke Wahnsinnige. Wo geht's denn hier oben hin? Okay. Hier geht's noch nicht lang. Ja, gut, okay. So, machen wir mal hier. Danke, danke. Flieg mir hinterher. Danke. Wieso schießt du Ding nicht auf den? Auf die? Ist egal, aber... Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ja, hat ja was so von Transhumanismus. Na, danke. Findet euch den Notzugang, Ben. Den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ne? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Ja, das finden wir schon heraus. Danke. Oh, das Ding ist schon. Ah, schön. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Ja. Ja, ja. Ja, ja, komm. Nächster. Wo sind die denn? Hier ist die
Oh nein, da steht das Ding mir im Weg rum. Mich verdrückt.